Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Abendgebet aus Marielach. Bewunderung hat immer da ihre Grenzen, wo sie einen Menschen missionisiert. Denn die Fallhöhe für den und die Enttäuschung für den, der missionisiert, ist meistens enorm hoch. Johannes der Täufer, er war auch gefährdet. Er wusste aber um diese Gefährdungen und hat immer wieder auf das Wesentliche hingewiesen. Von ihm sagt das Johannesevangelium, er war nicht selbst das Licht, er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht. Und um dieses Zeugnis ablegen wusste Johannes der Täufer, er wusste um seine Berufung, Wegweiser zum Herrn zu sein. Wir alle sollten immer vorsichtig damit sein, wenn uns Menschen für irgendetwas bewundern, was letztendlich doch selbst der Herr in uns hineingelegt hat, was wir nicht aus uns selber tun, sondern was uns selber nur geschenkt worden ist. Vielleicht ist es uns aber gerade geschenkt worden, um auf das Licht zu zeigen, die richtige Richtung zu zeigen und den Weg des Herrn zu gehen. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Jesus, wir selber sind nicht der Messias. Wir alle können immer nur Zeugnis ablegen für dich, den Messias. Wir können einen Fingerzeig in die richtige Richtung geben. Und am Ende stehst immer du dort. Führe du selbst uns durch diese Nacht und hilf uns morgen, den Menschen, die im Dunkeln gehen, ein kleines Licht zu sein, das die Richtung zu dir anzeigt. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.